Ach, diese Ruhe. Und die Kralle und das Fass. Das klingt doch fast schon so, als könnte man hier irgendetwas tun. Was macht er jetzt? Interessant. Ich glaube, das könnte uns noch helfen. Na komm, ab runter mit dir. So, jetzt sollten wir doch endlich mal anklopfen können. Und hoffen, dass der Typ uns... ich glaube, ich will hier gar nicht anklopfen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wer ist da? Was ist das hier? Ah. Gehen wir einfach mal durch, in der Hoffnung, dass das irgendwie gut für uns ausgeht. Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Tja. Na gut. Pizzaservice geht nicht. Dann, Runde 2. Hey, was jetzt? Och, Mann, wieso es kommt jetzt nur das eine? Das ist ja langweilig. Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Autsch. Dann noch einmal. Vielleicht sagt er ja was anderes jetzt. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Oh oh. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir tun müssen, beziehungsweise jetzt sollten. So. Ach Gott, ist der blöd. Ach Gott, ist der blöd. Wenn Dummheit quietschen wird, der müsste den ganzen Tag mit der Ölkanne rumlaufen. Und tschüss. Juhu. Ach Gott, ist der blöd. Also sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen. Jetzt haben wir nur noch den anderen Maya-Kerl, der mit vergifteten Pfeilen um sich schießt da drinne. Und, ja. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Na gut, der andere bleibt draußen und... Laufen wir mal einen Schritt hier rein. Gut, der Typ ist weg. Das ist sehr schön. Dann filzen wir erstmal die Schubladen. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Okay, dann haben wir hier noch einen Aktenschrank. Abgeschlossen. Ja, vielleicht hilft ja diese... Oh ja, der sieht so aus, als würde er genau hier reinpassen. Was er auch tut. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Na gut, man hätte es ja probieren können. Dann schauen wir mal, was da so anliegt auf der Pinnwand. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City.
Über dem Schreibtisch hängt eine Pinnwand mit einigen Papieren dran. Ich bräuchte ein Brecheisen oder eine Stange Dynamit, um diesen Schrank zu öffnen. Aber andererseits bin ich ja auch nicht hier, um das Ablagesystem zu überprüfen. Ach komm, da könnten wertvolle Hinweise drinne sein. Was haben wir denn da? Oh! Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Da hinten? Irgendetwas? Eine alte, knarrende, schwere Holztür. Sollen wir die aufmachen? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, weil immer noch der andere Typ da draußen irgendwo im Brackwasser rumschwimmt. Und ich glaube, der wird sich nicht besonders drüber freuen, dass wir den da ins Wasser geschmissen haben. Oh nein, da gehe ich nicht wieder raus. Keine Chance. Na, sehr gut. Und schauen wir uns hier nochmal in Ruhe um. Sonst hängt da nichts Interessantes an der Pinnwand. Und wir reden nochmal mit dem. Vielleicht sagt er ja etwas. Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Ah, schön, wir können mit ihm reden. Vielleicht sagt er uns ja, wo Nico jetzt hin ist. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Oh! Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Hundeleckerlis, vielleicht hat er Hunger. Komm, hier, Leckerli, Leckerli. Sag mir, was du mit Nico gemacht hast und ich teile diese Kekse mit dir. Ich weiß, klingt etwas lahm, so mit einer Packung Hundekuchen zu verhandeln. Außerdem, woher soll er wissen, wie gut die schmecken? Oder er weiß, wofür dieser Schlüssel da ist. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Okay. Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Was haben wir jetzt? Das sind die Handschellen, die ich von den Fußgelenken des kleinen Indios abgemacht habe. Na, herrlich! Liegt da irgendetwas drinnen? Nee. Gut, aber wir können jetzt hier zumindest mal weiter. Und ich schätze, wir müssen in diesen Aufzug. Das ist der Aufzug zum Obergeschoss. Na dann Attacke. Ich kriege die Türen nicht mit meinen bloßen Händen aufgeschoben. Dafür gibt es doch normalerweise auch einen einfacheren Weg. Oh Mann, du brauchst nicht so mit dem Zaunpfahl zu winken. Mein Gott. Irgendwie habe ich nur das Gefühl, dass wir hier jetzt gleich Besuch bekommen. Andererseits vielleicht doch nicht. So. Dann sind wir jetzt im ersten Obergeschoss. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Photoelektrische Zelle. Die müssen wir mit irgend... Können wir die einfach mit dem Ticket hier... Das Etikett klebt nicht. Okay. Haben wir irgendetwas anderes, was kleben könnte... Stopfen wir den Wurm da rein? Der Wurm ist zwar schleimig, aber nicht klebrig. Auf der Kiste erkenne ich das bekannte Zeichen von Condor Transglobal, aber es gibt keinerlei Hinweise auf den Inhalt.
Und was wird da wohl drin sein mit den Luftlöchern? Die kleine Kiste wackelt gefährlich. Die kleine Kiste wackelt gefährlich. Wir brauchen irgendetwas, was wir da reinpacken. Könnte es mit dem Lippenstift funktionieren? Falsch, ganz falsch. Na gut, okay. Irgendwas muss man doch dabei haben, was funktionieren könnte. Oder Hundekuchen. Nein, falsch. Na gut. Was haben wir noch? Den Pfeil, den... Das klappt nicht. Ja, ist okay. Was haben wir denn noch? Was ist das für eine Kiste? Auf der großen Kiste steht noch eine kleinere. So. Ah, okay. So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Gut. Damit haben wir dieses Problem gelöst. Und jetzt schauen wir uns nochmal diese Kiste in Ruhe an. Die Beschriftung dieser Kiste lautet: Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Oben und an den Seiten sind kleine Löcher angebracht. Aus dem Inneren dringen kratzende Geräusche. Ich will, glaube ich, nicht wissen, was in dieser Kiste drinne ist. Aber wir gucken trotzdem mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine gute... Aber ich möchte lieber nicht riskieren, sie fallen zu lassen und die lebende Fracht kennenzulernen. Was hat uns das jetzt gebracht? Naja, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles hier? Da ist eine Tür. Diese Türen müssen auf die Ladeplattform, hoch über den Docks führen. Vielleicht finden wir ja Nico hier irgendwo. Ein massiver Balken versperrt die Türen. Ja, weg damit! Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Ach komm! Haben wir nicht irgendetwas da dafür? Nicht so wirklich. Was haben wir hier für eine Statuette? Die Statue stammt wahrscheinlich aus Süd- oder Mittelamerika. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Da haben wir noch die Laufrolle. Eine Laufrolle, die in einem langen Metallträger über die ganze Länge des Gebäudes läuft. Ist allerdings nicht sehr hilfreich. Kein Seil. Und wenn wir die einfach so versuchen zu benutzen? Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Ist ja gut. Können wir die Kiste unten aufmachen? Na, komm, mach auf. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Na gut. Irgendetwas müsste doch hier sein. Können wir die Kiste vielleicht aufmachen? Ich kann die Kiste nicht wegschieben. Ich muss erst den Lichtstrahl mit etwas anderem unterbrechen. Na schön. Das bedeutet, hier muss noch irgendetwas sein, was wir benutzen können. Ah, da ist ein Fenster. Das Fenster ist nicht zum Öffnen gedacht. Vielleicht einschlagen. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Ja, was haben wir denn noch alles? Ach, da ist ein Palettenwagen. Sehr gut. Vielleicht können wir mit dem etwas anstellen. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Okay, das bedeutet, können wir die hier irgendwie verschieben? Ich möchte lieber nicht riskieren, die Kiste fallen. Ein hydraulischer Hubwagen. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer.